Hoffe ich zumindest. Ob ich den Mechanikern jetzt... Da habe ich den gestellt, okay. Okay, dann soll er halt auch den Bereich noch mitnehmen. Von mir aus. So. Wie sieht es denn mit der Zuverlässigkeit hier aus eigentlich? Generelle Überprüfung, okay. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hinklicke, ne? Mach jetzt hier Wartung alle 10 Minuten. So. Ne, alle 10 Minuten. So. Was macht der denn dann? Bin ich mal gespannt, ob der hier durchgeht dann einfach oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sicherster Park, bestes Angebot. Guckt dir es an. Wir können gleich wieder, eigentlich mal wieder eine Runde Werbung schalten hier, ne? Da. So. Was haben wir hier? Werbekampagne für den Park. Zack. Nationale Zeitung. Und gib ihm. Ja, so viel wie geht. So. Was ist das hier? Freien Eintritt, kostenlose Attraktion. Ab was? Los mit euch. Ist hier alles gut? Warum geht denn hier keiner mehr rein? Irgendwie kommt hier nichts mehr ran, ne? Und warum ist das rot? Das habe ich nicht entschieden, dass das rot ist, oder? Wie ist denn der Status bei dir eigentlich? Ich glaube, das will einfach keiner fahren. Oh, The Forest, wann und wo? Du Lappen. Ich bin gerade in der Aufnahme. Profi. The Silly fragt sich wieder, wann wir Forest spielen. Interessant. Aber noch nicht jetzt, lieber Freund. Ich muss kurz noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen aufnehmen. Ich sag dir später Bescheid. So, gut, dann werden wir jetzt den Teil hier noch verschönern. Was heißt verschönern? Ich werde jetzt wahrscheinlich komplett einen Rand drumherum ziehen. Und zwar. Gucken wir mal, Mammutbaum. Ja, Hauptsache, wir wissen nicht gesehen. Maschendraht. Ein bisschen Diskretion, ne? Wünsche ich mir hier. Aber das ist alles nicht so. Das hier hätte ich gerne. Was ist das? Nee. Fahrtereignisse, nein. Zäune? Wände. Landeswände. Boy, die hätte ich gerne hier. Ja, mal gucken. Wenn ich die von außen... Kann ich die auch ziehen? Ne, wenn ich Steuerung drücke, passiert nichts. Muss ich die jetzt tatsächlich alle einzeln dran machen? Gut, dann machen wir es halt alle einzeln dran. Hier rum. Nur, dass es ein bisschen abgezäunt ist hier, weißt du? Dass nicht alle hier rumgaffen können. Weil die Leute, die sich hier halb nackt ausziehen, die sollen ja auch ein bisschen Diskretion genießen dürfen, ne? Ein bisschen Privatsphäre. Ist quasi ein FKK-VIP-Club hier. Der nur 5 Euro kostet. Ich war gerade irritiert, dass ich da kein Geräusch hatte. So. Das können sie sich von mir aus angucken. So. Achso, läuft das Ding denn gut? So, machen wir hier noch ran. Zack. Das Gestänge muss auch keiner sehen. Hier rum. Alles schön ein bisschen zumachen hier. Das sieht dann auch alles viel gemütlicher aus, bevor wir da in die... Oh. Bevor man hier durch die Tundra fährt, will ja keiner sehen. Nicht vom Beckenrand springen, bitte. Bitte nicht. Die geben auch einen Scheiß da drum, ne? Was soll das denn? Die geben auch einen Scheiß da drum, wenn ich denen sag, bitte nicht vom Beckenrand springen, ne? Die Krempen. So, Freunde, habt das dann hier.
So, hier. Nee, da sehe ich schon einen Gaffer, siehst du? Okay, das ist das Guckfenster anscheinend. Hier kann ich keins hinmachen. Egal. Da können sie mal reingucken und sich Geschmack holen quasi, ne? Auf das, auf die ungemein tollen Sachen, die hier einen erwarten bei Fogator Land. Zack und zack. Und zack die Bohne. So. Was haben wir denn jetzt hier noch Schönes zu tun? Wir haben jetzt hier richtig, ich könnte doch mal eben schauen, ob ich die Szenerie hier schon mal ein bisschen ver... Was ist denn hier so dreckig? Bitte. Lieber Herr Gesangsverein. Da müssen wir doch mal kurz was machen. Hier wirst du immer aufgehalten, ne? Reinigungskraft, zack. Schulen. Schulen. Arbeitsbereich, weil sich hier viele Leute tummeln. Zack. Zack. Und schon sind die Leute wieder lucky. Oder? Bist du lucky? Gut. Was sagen denn die allgemein die Leute eigentlich gerade so? Irgendjemand hier ultra schlecht gelaunt? Ne, wir haben eigentlich ein echt kleines Team, muss man ehrlich sagen, ne? Aber das reicht ja auch anscheinend. Gut ausgebildete Mitarbeiter sind manchmal mehr wert als, schlimm. Alter, was ist denn hier los, ey? Motivationsmann, habe ich dich erreicht? Der Trinker in Arbeit. Bist du denn geschult? Aber du bist noch nicht komplett geschult? Ja, dann werde ich dich jetzt mal komplett schulen. Weil ich glaube, du bist hier der komplette Zentralbereich, Mann, ne? Okay, ich werde dich mal kurz ein bisschen einschränken. Weil hier tummelt sich halt schon ganz schön was, ne? Müll ausräumen, Dreck wegmachen, das ist der Hammer. So, wie sieht's denn aus hier mit Bongoland? Bongoland ist echt nicht gut besucht, ne? Wir haben uns echt mit der Szenerie echt Mühe gegeben. Oder weil es regnet, wollen sie es nicht. Kann auch sein. Kann natürlich auch sein, ne? Aber schön ist es. Guck dir es an. Ich finde vor allem diesen Park hier, diesen Parkteil finde ich toll. Aber selbst gemacht ist ein Traum für mich. It's just a dream. Gut, was machen wir hier? Hier haben wir eine Fräse-Ecke. Was machen die da? Kommen die nicht raus, oder was? Auf die Toilette. So, was machen wir in dem Bereich? Da könnten wir nicht mal wieder eine aufregende Attraktion reinballern, ne? Und wir haben ja nicht so viel. Enterprise. Fliegender Teppich. Guck mal, Alibaba, das passt irgendwie so zu allem. Wie machen wir das denn? So, dass man es auch schön sieht. Das packe ich mal. Ja, es kommt nochmal mittig. Und dann packen wir da überall wieder Bäumchen dazwischen und sowas Schönes, ne? Was sagst du dazu? Das weiß ich nicht. So. Und das hier. Ne, aber nicht den Boden. Oder? Doch, den Boden, doch. Euro. 2 Euro. Und, was macht der Mechaniker da? Wir haben tatsächlich erstmal ein bisschen scheiß Wetter heute am Start hier. Der ist gut ausgebildet, sehr gut. Achso, den muss ich noch umbenennen. Und zwar ist der ja eigentlich für, Poolanlage. Anlage. So. Zuständig, nicht wahr? Sieht ganz gut aus. Oder nicht? So, dann machen wir noch ein paar Bäumchen hier hin. Ich wollte ja eigentlich... Ach ne, Akazien waren nicht so schön, ne? Ich wollte auch den Babobaum hier hin machen. Jetzt habe ich wieder keinen Platz für den Babobaum, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich da wieder so eingebaut hier.
so zentral, dass man den Babobaum hier, den wie heißt der genau? Baobab. Baobab-Baum. Baobab-Baum ist also ein tolles Wort, ey. Ein Buschfarm. Große Eiche. Meine große Eiche findet auch hier keinen Platz. Schönste Gestaltung. Große Ulme. Eine kaputte Ulme, würde ich eher sagen. Schöner Haselnussstrauch. Ein paar Sträucher bräuchten wir hier. Hui, sagt er. Hui. Hui, hui, hui. Hydrochromranke. So, eine kleine Esche hätte ich gerne noch. Oh, eine kleine Esche, ist schön. Wunderschön. So, jetzt brauche ich noch Szenerieobjekte. Ich hätte gerne so ein bisschen, weißt du, so ein paar angebundenes Pferd. Baum weg. Affe auf Schaukel. Ne, das möchte ich nicht. Arabischer Krieger, das passt auch nicht. Apotheker-Set. Auslegerboot. Ich hätte gern was Neutrales. Was ist denn, wenn ich das alles hier wegmache? Hier so Brunnen und so ein Kram, genau. Was haben wir hier noch? Meeresschildkröte? Ne, das passt auch nicht so ganz. Periskop. Ja, das ist alles nicht so... Ah, das ist alles für Candyland. Genau, das nächste, was wir machen werden, und zwar in der nächsten Aufnahme, ist Candyland. Definitiv. Mit Schachfigur und mit so einem tollen Zeug, wisst ihr? Stempel. Eine verwitterte Frauenstatue. Guck mal, das kann man mal so... Das kann man hier mal so hinpacken. So, wisst ihr? Einfach so ein bisschen winziger Brocken... Noch so ein nee, ich will jetzt hier, passt irgendwie auch nicht so wirklich hier hin gerade. So, alles wieder an. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich was anderes Cooles finde hier. Ah, die Jurasteine, ne? Die können wir hier hinpacken. Linke Zombiehand. Auch nicht schlecht. Masken, auch nicht. Das Einzige, was so ein bisschen passt, ist so antiker Kram, ne? Weil das irgendwie auch so zeitlos ist irgendwie. Finde ich. Weißt du, solche Marmorgewände und so ein Kram, also Marmorstatuen und so ein Mist. Also Riesenschädel. Rustikaler römischer Hof. Saturn. Schatztruhe, weil das passt alles überhaupt nicht. Schädelspieß. Welche Dino-Viecher haben wir ja schon. Tipi. Termitenhügel. Was ist das denn alles für eine Kacke? Oh, da gab es gerade ein Leck, warum auch immer. Nee, Freunde, das ist alles nicht schön. Das gefällt mir alles nicht. Da werde ich die Statue wohl da lassen und das war's. Ja, das... Na komm, mach mal hier. Komm, wo wir was haben, machen wir noch ein paar Steine hier hin. Guckt da so ein bisschen. Vegetation und dann ist das schon... Ja, dann ist das auch wieder okay. Muss ja nicht übertrieben werden, ne? Okay. Jo, Freunde, das war's schon wieder erstmal für die Aufnahme. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Es tut mir leid, es ist nicht so viel passiert. Wir haben hier diese tolle H2O-Rutsche gemacht. Dann haben wir noch ein bisschen verkleinert, haben ein bisschen nachgeforscht und so. Das war's auch schon wieder. Aber hey, das ist halt Rollercoaster Tycoon, ne? So ist das halt manchmal. Man kann nicht immer nur bauen, bauen, bauen und kreativ ausleben. Man muss auch alles kontrollieren, was man so hat. Und in dem Sinne wünsche ich einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Auf dann. Ciao, ciao.